Heute zusammen, liebe Paarmäuse, heute möchte ich mir mit euch die sogenannten Positionszahlen anschauen. Was das ist, das werde ich euch erklären. Ich habe euch dazu aus unserem letzten Match zwei Beispiele mitgebracht, wo das richtig gut funktioniert hat. Schaut mal zunächst mal einfach so, was jetzt hier gleich passiert. Das sind zwei. Auf die zwei. Nelio, zwei. Schöner Pass, Nelio. Sehr schöner Spielzug. Schauen wir uns das Ganze in der Zeitlupe an. Also, der Dustin kommt von links reingelaufen. Nelio hat hinten den Ball an der Bande. Aber Dustin weiß nicht so recht, was der Nelio jetzt macht. Jetzt guck mal, schaut der rennt der Dustin ein bisschen nach links, jetzt wieder nach rechts. Jetzt passiert etwas, weil er etwas gehört hat. Stellt sich an eine wunderschöne Position. Dort ist er ganz frei und alleine. Der Nelio, wenn er zugehört hat, weiß auch, wo der Dustin jetzt steht und spielt ihm den Ball zu. Hier habe ich euch jetzt noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Isa 2! Dustin, Isa auf 2! Schön probiert! Auch das schauen wir uns nochmal als Zeitlupe an. Achtet mal auf die Isa auf der rechten Seite. Jetzt rennt sie an eine bestimmte Stelle, weil sie von mir etwas gehört hat. Und der Dustin hat den Ball. Und obwohl Dustin gar nicht geschaut hat, weiß er sofort, wo er den Ball hinspielen soll. Wie funktioniert so etwas? Das werde ich euch jetzt erklären. Stellt euch vor, das ist das Spielfeld. Dann haben wir hier oben das Gegner-Goal. Hier unten da wäre unser eigenes Goal. Und jetzt kann man für die verschiedenen Stellen auf dem Spielfeld Zahlen festlegen. Also zum Beispiel hier links vom Gegner-Goal, das ist die 4. Rechts vom Gegner-Goal ist die 6. Und direkt vom Gegner-Goal ist die 2. Wenn ihr euch diese drei Zahlen merken könnt, das müsst ihr ein bisschen auswendig lernen, ist ja schon viel, viel gewonnen. Dann haben wir in der Mitte haben wir noch die 1, die ist beim Bullypunkt, die kennen sicherlich alle. Links vom Bullypunkt ist die 8, rechts davon ist die 9. Und wenn der Gegner angreift und wir versuchen den Ball wieder dem Gegner wegzunehmen, gibt es auch noch Zahlen vor unserem Goal. Das ist die 3 vor unserem Goal, die 5 und die 7. So, damit ihr euch die Zahlen merken könnt, habe ich eine kleine Geschichte für euch. Auf dem Feld, da sind wir Kinder 4. Wir gingen in den Zoo auf die 2. Dort trafen wir auf eine Hex auf der 6, die so richtig lachte auf der 8 und rief: Ei, 1, tue ich mich aber freuen auf der 9, eure Strümpf auf der 5. Die haben heute frei auf der 3, wo sind eure Strümpf geblieben? Auf der 7? Also, jetzt haben wir auch noch eine lustige Geschichte dazu. Stellt euch mal den Haufen stinkender Socken auf der 7 vor, über die die Hexe gerade so lustig lacht, während wir im Zoo sind mit 4 Kindern, die auf dem Spielfeld sind. Falls ihr euch die Zahlen nicht sofort merken könnt, auch kein großes Problem. Schnappt euch 6 PET-Flaschen und malt einfach die lustigen Zahlen drauf. Also 4, 2, 6, 8, 1 und 9. Gerne könnt ihr noch ein paar lustige Gesichter dazu drauf malen, die euch dann im Spiel, im Training lustig angrenzen. Und was ihr damit macht, das könnt ihr jetzt hier sehen, sucht euch eine Stelle, nehmt irgendetwas, was ihr als Goal verwenden könnt. Das kann auch gerne einfach ein paar Bretter sein oder ein Eimer, den ihr hinlegt. Das macht ja nichts. So schauen die Zahlen jetzt aus, wenn man sie auf dem Fußboden liegen hat. Und was man damit machen kann, das seht ihr jetzt. 6. 2 8 4 Als nächsten Schritt könnt ihr um die Flaschen herumlaufen. Das wird schon ein bisschen schwieriger. 1 Ja, schön. 2 9 6 8 4 1 2 8 6 9 Und im letzten Schritt wird es noch spannender. Jetzt lauft mit dem Rücken zum Gegner-Goal. 2 4 8 1 6 2
9. Ah, falsch. 1. Sehr gut.